Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietsmeet TV. Heute mit dem Bram, dem Sebastian, dem Jonathan und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Servus. Und heute gehen wir wieder auf einen Wunsch von euch ein, denn ihr habt euch Best of Norbert Lammert gewünscht. Ich mache natürlich die Untertitel an, ist ja wohl klar. Und das gönnen wir uns jetzt mal. Ab dafür. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, nach manchen... Wait, die Untertitel zacken. Moment. Warum, was steht da? Oh fuck. Nein, ich habe aber meine gemacht. Lieben Kolleginnen und Kollegen nach manchen Schülern. Ja, aber das sollten die Untertitel ja nicht tun. Ach so. Ja, ist das so Bärrecht? Ist das überhaupt Best of Bundestag? Ah, das weiß ich nicht. Ja, ich mein doch, schon. Ist Best of Bundestag. Okay, hierfür gibt es leider nicht die Untertitel, für die wir normalerweise die Untertitel anmachen sollen, nämlich für die Zwischenrufe. Hier gibt es nur die automatisch erzeugten Ach, schade. Untertitel. Aber ist das Dorothee Bär rechts? Ja, würde ich sagen, ja. Sieht so aus, Scheiße. Ja. War die noch jünger? Okay. Hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja nicht okay. Also, dann meine lieben Kolleginnen und Kollegen, nach manchen... Ohne Latex-Outfit habe ich gar nicht erkannt. Ja. Beschwerden, Debatten, Verhandlungen. In der letzten Legislaturperiode möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass eine Übertragung der Konstituierung dieses Deutschen Bundestages im Hauptprogramm der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten nicht stattfindet. Im Mittelpunkt des Vormittagsprogramms der Arbeitsgemeinschaften der Rundfunkanstalten Deutschlands steht heute Morgen die TV-Komödie Schaumküsse. Das zweite deutsche Fernsehen bringt statt einer Übertragung dieser Sitzung die 158. Folge der Serie Alisa, folge deinem Herzen. Gefolgt vom 36. Kapitel der Serie Bianca, Wege zum Glück. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich folge auch meinem Herzen und nenne diese Programmentscheidung ganz vorsichtig im wörtlichen Sinne bemerkenswert. Mir fehlt jedes Verständnis, dass ein gebührenpflichtiges Fernsehen, dass dieses üppig dotierte Privileg allein seinem besonderen Informationsauftrag verdankt, auch an einem Tag wie heute mit einer souveränen Sturheit der Unterhaltung Vorrang vor der Information einräumt. Wow. Und da die Chefredaktionen in ihren Entscheidungen so frei sind wie ich in meinem Urteil, kündige ich an, dass ich bei jeder ähnlichen Gelegenheit erneut vortragen werde. Und schließlich möchte ich, bevor ich die Sitzung... Mag also, der einfach die Öffentlich-Rechtlichen nicht? Ob man sich da, also, muss da eine Einschaltquote sein, als ob man da dieses langweilige Gelaber sich die ganze Zeit anhört von den Politikern. Nee, darum bei den Öffentlich-Rechtlichen ja eben nicht auf die Einschaltquote gucken. Da ist das egal, da darf die Quote auch scheiße sein, theoretisch, weil die werden ja so oder so bezahlt. Ja, aber ich denke doch, dass Bianca Wege des Glücks mit sie ja mehr Einschaltquote bringt als irgendeine 0815 Sitzung aus dem Bundestag. Das verstehe ich, hä? Ja, das natürlich, aber... Das ARD soll ja keine Quote machen. Das ARD ist ja auch für ganz viel für Informationen da. Das ist eigentlich ein unabhängiger Sender. Genau, die treten damit ja nur in Konkurrenz dann zu den anderen Privatsendern. Aber das sollen die eigentlich gar nicht machen. Also ob die jetzt da zeigen, was im Bundestag passiert oder was anderes, das steht auf einem anderen Blatt. Aber sie sollten eigentlich nicht danach gehen, wir müssen die krasse Quote haben. Ja. Danach sollte das eigentlich nicht unbedingt gehen. Weil wird ja eh bezahlt. War eh keine Werbung. Brauchen ja keine Quote. Ist ja eigentlich. Das ist eine interessante Perspektive auf jeden Fall, die er da auf die Öffentlich-Rechtlichen hat. Aber hat er da so eine persönliche Fehde, dass er das irgendwie regelmäßig da anspricht? Was war denn die Aktion? War das nicht die Eröffnung des neuen Bundestages? Erste Sitzung? Weiß ich auch nicht. Das stand da, glaube ich, nicht bei. Warte mal, hier steht einfach nur live. Also, er hat schon sehr, sehr alt aus. Bei dieser speziellen Sitzung hat er halt gesagt. Es ist halt die Frage, warum gehen überhaupt öffentliche Gelder, die jeder bezahlen muss, in so ein Kram wie komische Serien, die keine Sau interessieren. Feuchte Liebesküsse oder wie war das? Oder Schaumküsse? Wie sowas. Ja, wieso wird das überhaupt aus GZ-Gebühren bezahlt? Das habe ich noch nie verstanden, aber das ist ja auch was anderes. Das ist ein anderes Thema, das ist... Ja, genau. Aber, okay, Moment, jetzt scheiße, wo waren wir denn jetzt? Okay, ich hab nicht mal einen scheiß Fernsehanschluss. Hier. Sind, wie ich in meinem Urteil, kündige ich an,
das ich bei jeder ähnlichen Gelegenheit erneut vortragen werde. Und schließlich möchte ich, bevor ich die Sitzung schließe, daran erinnern, dass nach Ende dieser Sitzung, also Günter Schabowski hätte gesagt, nach meiner Kenntnis ab sofort im Rahmen eines kleinen Empfangs in der Fraktionsebene Gelegenheit zum Gespräch mit den neu gewählten Mitgliedern des Präsidiums ist. Die Sitzung ist geschlossen. Während der Rede des Kollegen Schäfer habe ich aus den Reihen der Fraktion Die Linke den Zwischenruf Kriegstreiber gehört, den ich leider nicht persönlich zuordnen kann. Dieser Zwischenruf ist weder in der Sache noch in der Tonlage akzeptabel. Ich weise ihn ausdrücklich als mit der Ordnung dieses Hauses nicht vereinbar zurück. Wegtasern! Und schließlich möchte ich, bevor ich die Sitzung schließe, daran erinnern, dass nach Ende dieser Sitzung, also... Hitzefrei. Günter Schabowski hätte gesagt, nach meiner Kenntnis ab sofort im Rahmen eines kleinen Empfangs in der Fraktionsebene Gelegenheit zum Gespräch mit den neu gewählten Mitgliedern des Präsidiums ist. Die Sitzung ist geschlossen. Er ist so stolz auf sich, auf die Anspielung. Ich weise gerne darauf hin, dass die heutige Sitzung neben Phoenix auch vom Zweiten Deutschen Fernsehen übertragen wird. Oh! Muss eine wichtige Sitzung sein, wenn sie voll ist. Ja, stimmt. Und stelle mit Genugtuung fest, dass sich unsere Vorstellung von der Wichtigkeit von Veranstaltungen zunehmend annähern. Sie sehen, wir bevorzugen Lösungsmechanismen, die sicherlich wichtige Einzelaspekte nicht isoliert, sondern im Gesamtzusammenhang betrachten. Jetzt wäre ein Applaus fällig. Deshalb ist mir auch wichtig, deshalb ist mir auch wichtig, kurz genauer zu beleuchten. Ja, das ist stark. Also, Herr Kollege Lehrreder, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass es weder verfassungsrechtlich noch nach unserer Geschäftsordnung Anspruch auf Beifall während der Rede gibt. Dass auf Ihre Aufforderung jetzt scheinbar spontan dieser Beifall erfolgt, ist eine bemerkenswerte Großzügigkeit der Kolleginnen und Kollegen, die ich ausdrücklich im Protokoll habe. Das ist eine geile Sitzung. Wie viele Leute sitzen da? 14 Leute oder was? Warum wird die denn nicht um 7:45 übertragen? Ja. Präsident. Bevor ich den Tagesordnungspunkt 16 aufrufe, möchte ich die tapferen Besucher auf der Besuchertribüne besonders herzlich begrüßen. Ich tue das auch deswegen besonders gerne, weil wir ja gelegentlich mit dem Vorwurf konfrontiert werden, auf den Besuchertribünen seien mehr Leute anwesend als im Plenum. Das ist heute Nacht um 22.29 Uhr nachweislich anders. Was ich doch mal ausdrücklich fest. Zwei Leute. Also ich bitte Sie unverzüglich, die Spruchbänder runterzunehmen. Ich schließe alle Kollegen der Fraktion, die dieser Aufforderung nicht gefolgt sind, hiermit vom weiteren Verlauf der Sitzung aus. Jawohl. Geil. Zwischenruf, ey. Muss jetzt einer die alle aufschreiben auf eine Liste? Mit Sicherheit. Haben wir bestimmt schon. Hoffentlich werden die dafür dann auch nicht bezahlt. Für diese. Ja, werden die bezahlt. Für diese. Ja, was denn? Wenn die ausgeschlossen werden, das ist so wie, keine Ahnung, kriegst eine rote Karte oder sowas und wirst suspendiert im Fußball. Ja, dann wirst du auch nicht bezahlt im Fußball. Du kriegst mit Sicherheit eine Strafe intern, wenn du eine rote Karte kriegst. Vielleicht ein schlechterer Vergleich, aber ich bin trotzdem dafür, dass du bei einer Suspendierung für die gewisse Zeit solltest du kein Geld kriegen. Und Taser nicht vergessen. Ja. Und es sollte getasert werden, ja. 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 Geht. Tschüss. Ohne Scheiß. Sagt er doch jetzt einfach, verpisst euch. Nein, der hat das Anstand, Jonathan. Genau, der hat halt auch Ehre. Ja. Dann macht der das auch und nicht du. Ja, okay, jetzt spätestens aber wirklich wegtasern. Ja, weil der kriegt die noch dazu, dass die alle gehen. Wie, die kommen, die gehen doch gar nicht. Das wissen wir ja. Doch, das kennen wir schon, die gehen gleich. Also, wir kennen nicht diesen ungeschnittenen Ausschnitt. Ich kenne ihn noch nicht. Da wird kurz debattiert. Können wir die tasern oder nicht? Ich fordere Sie jetzt noch einmal auf,
den Saal zu verlassen, weil sie vom weiteren Verlauf dieser Sitzung ausgeschlossen sind. Sonst ermahne ich Sie, dass mindestens die parlamentarischen Geschäftsführer eine hinreichende Kenntnis der Regelung unserer Geschäftsordnung haben, zumal das bei vergleichbaren Situationen im Ältestenrat immer als hoffentlich ernst gemeinte Positionierung vorgetragen worden ist. Ansonsten muss ich auf die sich weitere daraus ergebenden Konsequenzen aufmerksam machen, wenn Sie dieser Aufforderung nicht folgen. Oh, und Sie ermahnen. Ja. Nein, 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 so nicht. Ja, zum Glück ist das ja alles geregelt, was passiert, wenn die nicht hören. Ja, aber das war aber, wir haben das ja letztes Mal nachgeguckt, da war jetzt nicht so viel los, was da passiert. Aber sind ja, gar nichts. Sie gehen. Wir gehen auch. Die Chefin geht und alle gehen hinterher. Wenn einer ich so frage Sie mal, Sie Kameradenschwein also da gewesen wäre. Darf ich Sie keinen Augenblick unterbrechen? Ja. Darf ich die Kolleginnen und Kollegen, die entweder noch nicht genau wissen, ob sie dem weiteren Verlauf der Debatte folgen können oder wollen, oder jedenfalls nicht von wo aus, Kollegen Flossbach und Dautzenberg vor zum Beispiel. Hallo. Das wird sogar mein Name genannt. Echt wie so ein Lehrer. Herr Präsident, die Uhr läuft die ganze Zeit weiter. Ja. Sie wissen doch, dass ich Ihnen gegenüber immer eine besondere Großzügigkeit aufbringe, die am Ende Ihrer Redezeit auch regelmäßig gebraucht wird. Und da gehen Sie mal davon aus, dass das auch diesmal wieder zugestanden wird. Okay, wir haben uns auf eine Minute verständigt. Das ist das Thema. Selbstverständlich, aber ich bin auch sehr Ihre Verständigung zur Kenntnis. Ich bin sehr beruhigt, Herr Bundestagspräsident. Die hören nicht nur mir nicht zu, sondern auch Ihnen nicht zu. Also darüber sollten wir dann mal länger nachdenken. Sie haben die Maßnahmen dort gestrichen. Lieber Herr Gysi, mit und... Ja, es ist ja wahr. Ja, es ist ja wahr. Ich verstehe Sie. Sie wollen auf die Zeit achten. Aber wenn die wechselseitige Begeisterung zwischen Ihnen und Volker Kauder nur von mir zu stoppen ist, dann muss ich es jetzt halt tun. Es ist vorbei. Sie haben recht, Herr Präsident, aber Sie müssen zugeben, seine Begeisterung für mich nimmt ständig zu. Dankeschön. Ja. Ja. Sie sollten innerhalb der Union mal klären, was eigentlich eine Revolution und was eine Konterrevolution ist, damit man sich darüber verständigt. Heute... Herr Kollege Gysi, für die Klärung dieses Unterschieds stellen Sie doch sicher Ihre Sachverständige bereit. Aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich. Ich wollte das gerade Herr Präsident Herrn Kauder anbieten. Da er davon keine Ahnung hat, werde ich Ihnen das gerne erklären. Dass wir Griechenland aus der Antike die größten Philosophen verdanken, von denen wir alle noch heute zehren. Herr Kollege, Sie wissen, dass Sie die nicht einzeln in Ihren wichtigsten Werken vorstellen können. Ich höre auf, ich fange nicht noch an, die Philosophen zu zitieren, das würde ja auch die meisten überfordern. Ich lasse das weg. Aber so. Ich danke für Ihre Bestätigung. So, wenn noch irgendjemand das Wort wünscht. Ich nehme zu Protokoll, dass der Kollege Gysi das für eine abwegige Vorstellung hält. Darauf kommen wir vielleicht in vergleichbaren Zusammenhängen nochmal zurück. Das heißt, die Opelaner, Sie wollen sagen, meine Redezeit ist ja, dabei, das leider auch für prophetische Reden, Sie, die profanen Regelungen unserer Geschäftsordnung gelten. Aber Sie müssen zugeben, Herr Bundestagspräsident, das ist sehr traurig. Was das hier absolut, so, ja. Also die weiß ich so geil. Dann lassen wir das bleiben. Ja, dann sage ich Ihnen am Schluss nur noch... Aber es wird manche Kollegen trösten, dass wir das dann bilateral ausmachen. Gut, ja, das machen wir dann. Aber wissen Sie, ich muss mit so vielen Leuten aus der Union reden, um die... Naja, gut, also ich lasse das bleiben. Ja, wir hatten geglaubt, das hätte sich über den Jahreswechsel noch mal deutlich verbessert. Ja, das reicht, das reicht, das reicht. Ich will gar nicht sagen, an welche Zeit mich das erinnert, wo solche Berichte so getürkt wurden. Es haben Sie doch nicht. Da haben Sie aber fast Glück, dass dafür auch gar keine Zeit mehr besteht. Herr Bundestagspräsident, wissen Sie was? Ich werde mir jetzt mal notieren, wann Sie Geburtstag haben. Und dann werde ich Ihnen eine neue Uhr schenken. Ich muss Ihnen Folgendes erklären. Es gibt hier Leute, die reden 11 Minuten. Das kommt mir dann wie eine halbe Stunde vor. Und bei mir rennt Ihre Uhr immer. Ja, aber ich danke Ihnen trotzdem. Alles Gute. So gut. Da ist wieder die Sitzwarmhalterin. Ja, stimmt.
Also, Herr Kollege Gysi, falls Sie den verwegenen Gedanken mit der Uhr weiterverfolgen wollen, bitte ich herzlich darum, die Wertgrenzen einzuhalten, die mich zwingen würden, zunächst beim Bundestagspräsidenten die Genehmigung einzuholen. Es gibt heute noch ein anderes bedeutendes Jubiläum. Jakob Mierscheid wird 80 Jahre alt. Dem ich ebenfalls im Namen des ganzen Hauses herzlich gratulieren möchte. Dieser geschätzte, gelegentlich verzweifelt gesuchte Kollege. Ah, kennt ihr den? Nee. Jakob Maria Mierscheid ist ein Bundestagsabgeordneter, der nicht existiert. Was? Also der hat nie existiert. Ja, das ist irgendwann, ist das mal so aufgekommen als eine Figur und der hat halt an irgendeinem Tag auch Geburtstag und so. Und so die ganze Geschichte von dem ist nur ausgedacht. Also es ist halt so, den gibt es halt nicht. Wurde der denn mal gewählt? Aufgetaucht? Wieso der aufgetaucht ist, weiß ich nicht, wieso der aufgetaucht ist. Der ist SPDler. Ja, ja. Vielleicht wurde er irgendwann mal irgendwo falsch gewählt und dann kam das raus und dann fanden die halt irgendwie lustig. What the fuck? Das Foto, Alter, was da gerade... Der Wikipedia-Artikel ist einfach nur riesig. Artikel, ja. Okay, ja, okay. Okay, keine Ahnung, das ist jetzt zu viel des Guten, aber ja. 1979 in der Nachfolge von Carlo Schmidt seine denkwürdige Tätigkeit im Deutschen Bundestag aufgenommen. Er hat sich für die heutige Sitzung aus zwingenden Gründen entschuldigen müssen, was vermutlich die Spekulationen befördern wird, es gäbe ihn gar nicht. What the fuck? Das ist allerdings durch zahlreiche Fundstellen in der Literatur eindeutig widerlegt. Im Protokoll des Deutschen Bundestages taucht er zum ersten Mal am 25. April 1980 auf, interessanterweise angesprochen von einem Vertreter der Bundesregierung. Seine bisher denkwürdigste Leistung ist die Formulierung des sogenannten Mierscheidschen Gesetzes über den Zusammenhang von deutscher Rohstahlproduktion und Wahlergebnissen der SPD bei Bundestagswahlen. Davon werden wir in den kommenden Monaten vermutlich noch mehrfach zu hören bekommen. Wie sich da ein Ablachen da aus ihrem internen Witz. Ich hoffe sehr, dass uns der Kollege Mierscheid auch in der nächsten Legislaturperiode erhalten bleibt. Die naheliegende Aufgabe, die konstituierende Sitzung als Alterspräsident zu eröffnen, würde allerdings voraussetzen, dass er persönlich anwesend ist. Oh Mann. Herr Präsident, ich missbrauche die Wortmeldung natürlich nicht dazu, aber es geht eins nicht, dass Sie am vergangenen Samstag 65 Jahre alt geworden sind und das hier nicht erwähnt wird. Meine herzlichen Glückwünsche, ich glaube, im Namen des ganzen Hauses. Oh, da wusste ich gar nicht, ob ich neben dir sitze die ganze Zeit. Nice. Shit, hat die Gewürze? Das könnte aber auch, wenn man ganz ehrlich ist, sein, so von Gysi so, ja, du bist ja 65, das heißt, du bist bald weg vom Fenster, weil du nicht, weil irgendwann die Altersgrenze ist oder so. Zeit für die Rente. Ciao. Alter, der sieht voll ähnlich aus wie der Profaller da links. Ja, so ein bisschen, habe ich auch gerade gedacht. Ich dachte aber kurz und dann habe ich gesehen, so, okay, das ist... Hält dir mal eine Glatze vor, dann sieht aus, als wenn mal Gysi sitzt. Nein. Naja. Herr Kollege Gysi, ich bedanke mich sehr. Es wäre natürlich schon gegangen. Und im Unterschied zu manchem anderen bestünde hierfür keine verfassungsrechtliche Notwendigkeit. Umso mehr beeindruckt mich Ihre Kurzintervention. Wenn wir das während der Legislaturperiode auf diesem Niveau durchhalten könnten, wäre das ja schon mal eine Perspektive. Geiler Frau Kollegin Bader, ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag. Auch zu dem seltenen Kunststück, beim ersten Mal mit der knappen Redezeit nicht nur ausgekommen zu sein, sondern eine virtuelle Reserve angelegt zu haben, was ich allen weiteren Rednern als leuchtendes Beispiel für die Legislaturperiode empfehle. Und wir werden außerdem darauf achten, dass die Infrastrukturhaushalte in Zukunft aufhören, der ständige Steinbruch für alle Einsparungen im Bundeshaushalt zu sein.
meine Damen und Herren. Herr und ich denke, dass uns das gemeinsam gelingen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Präsidentin, dass ich zu Ende reden durfte. Und wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Die Liberalität dieses Parlaments unter besonderer Berücksichtigung des jeweils amtierenden Präsidiums ist schwerlich zu überbieten. Das nehmen wir mit besonderer Rührung zu Protokoll. Im Übrigen hoffe ich doch sehr, dass Sie nicht am Ende sind, Herr Kollege Fartz. Aber leider muss dennoch jede Rede irgendwann einmal an ein gesetztes Ende kommen. Damit ist im Übrigen... Ja, also... Es ist nicht völlig unüblich, dass ein Wechsel im Präsidium während laufender Plenarsitzungen erfolgt, aber dass es selbst stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden ohne Vorwarnung passiert, ist schon eine arge Zumutung. Das räume ich ausdrücklich ein. Frau Kollegin, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Ja, gern. Geht es von meiner Redezeit ab? Nein, um Gottes Willen, solange sich das in halbwegs überschaubarem Rahmen... Bitte sehr. Nice. Das ist schon ein cooler, witziger Typ irgendwie. Ja, Norbert Lammert ist schon echt gut. Da gibt es, glaube ich, auch noch mehr als einen Teil von. Also, das schreiben wir uns mal auf die To-Do-Liste für irgendwann mal. Cool. Danke für den Vorschlag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sorry, dass es keine Zwischenrufuntertitel gibt, aber ich glaube, die konnte man diesmal sogar ganz gut hören. Und wir freuen uns aufs nächste Best-of, aufs nächste React, was morgen kommt. Bis dahin, haut rein. Tschüss.